Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir gehen auf in die Arena, in die nächste, und trainieren hier schön unser Smetbo und unser Trautini. Kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Ich glaube ja, ich dürfte das, denke ich, mal hinkriegen. Ich schätze schon. Jongleur Nason. Traumato. Oh, das ist ein Psycho-Pokémon. Könnten wir eigentlich switchen auf Turtok? Wir haben ja echt mit Smetbo haben wir echt keine Schnitte dagegen. Na, wir hätten auch auf Gengar switchen können. Shit. Ah, okay. Habe ich gerade gar nicht gedacht, dass ich einen Gengar im Team habe. Egal, Turtok dürfte das auch gut reißen auf jeden Fall, ja. Doch, doch. Das ist doch nett. Netter Damage. So, dann noch Surfer hinterher. Das erste Mal Surfer, Leute. Zack. Boah. Oh yeah. So viele Erfahrungspunkte. Ein Abra. Wieso haben die denn alle... Wieso hat der ein Psycho-Pokémon? Das ist nur eine Gift-Arena. Finde ich nicht okay. Gengar sollte eigentlich erst eine Arena später trainiert werden. Aber finde ich auch gut. Dann kriegt Gengar auch seine paar Erfahrungspunkte. Das ist sehr gut. Weil dann hat auch Spukball. Das finde ich richtig schön. Weil Spukball... Ich liebe Spukball. Spukball ist eine schöne Attacke. Eine meiner Lieblingsattacken im Pokémon. Passt ein Level-Up für Gengar. Du hast mich hier hereingelegt. Hab ich nicht? So ein ganz normaler, fairer Kampf. Sollte ich vielleicht mal, ne? Hey, warte, du Champion Spee. Die Arena von Fuxane City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Oh, da musste ich gerade fast aufstoßen. Ich habe gerade getrunken. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über rohe Kraft. Da bin ich, ja, teils stimme ich dazu. Aber sonst bin ich eigentlich eher anderer Meinung. Wieso hast du denn Psycho-Pokémon? Das ist eine Gift-Arena. Warum? Hä? Das ist so eine Bin ich dumm? Das ist so eine Gift-Arena, oder nicht? Oder habe ich jetzt irgendwelche... Also bin ich jetzt irgendwie auf dem falschen Dampfer oder so? So eine Gift-Arena? Hä? Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ups. Das ist sehr schlecht. Geht Turtok. Komm, wir setzen mal noch einen Beleber ein, damit die Gengar das Level Up bekommt. Der Gengar ist kurz vorm Level Up. Das war jetzt gerade echt unlucky. Meditation. Wow. Warum setzt du jetzt nicht Psychokinese ein? Ich meine, gut. Gegen Turtok ist es nicht effektiv. Aber komm schon. Ja, was ist denn mit dir? Nochmal Biss. Ah! Knapp. Jetzt ist er Psychokinese sein. Aber jetzt hat ihm ja Meditation eigentlich nichts gebracht, weil er ja seinen Angriff gestärkt hat, nicht seinen Spezialangriff, oder? Irgendwie. Ah. Naja. Smetbo, Turtok, Gengar. Alle kriegen Erfahrungspunkte. Und Ratini. Level 21, yeah. Ja, was? Außerordentlich. Ja, sehr, sehr außerordentlich krass war das gerade. Muss ich auch sagen. Könnte ich jetzt bitte Gift-Pokémon bekommen? Also bitte. Jetzt mal, please. Please. Es ist ja eine Gift-Arena. Keine Psycho-Arena. Ich möchte später einmal Ninja werden. Cool. Ninja ist ein schöner Traumberuf. Du hast auch Psycho-Pokémon, oder? Warum? Jetzt mal im Ernst? Was ist eine verdammte Gift-Arena? Warum habt ihr denn alle Psycho-Pokémon? Was ist denn los mit euch? Was ist denn falsch mit euch? Hä? Also jetzt mal im Ernst, ey. Das kann nicht sein. Warum? Ich finde das dumm. Psycho-Arena kommt erst. Leute. Ich sag's euch, Koga hat nicht ein Psycho-Pokémon. Bestimmt nicht. Oder? Hey, ich verwechsel doch jetzt nichts. Leute. Ich verwechsel jetzt nichts, oder? Na gut, es ist halt nochmal das doppeltes Training für Gengar. Kann ich mit leben. Ist okay. Aber dumm finde ich's trotzdem.
Ja, aber naja, okay. Es ist echt irgendwie blöd. 22 für Dratini. Drachenwut, das ist schön. Ja, das kannst du haben. Anstatt Wickel, würde ich sagen. Aber wir müssen auch bald ins Kraftwerk, Leute. Denn dort gibt es Donner. Und Donner möchte ich ganz gern auch Dratini beibringen. Später für Dragoran. Flügelschlag hatte ich als letztes. Ich glaube, warte mal. Ich hab kurz keinen Sound. Dratini. Dragonier. Nein, Attacken. Erlernt. Nein, Dragoran. Erlernt Flügelschlag mit Level. Genau, wenn sich Dragonier zu Dratini entwickelt, Dragoran entwickelt, erlernt es Flügelschlag. Stimmt, das war noch die letzte Attacke für ihn. Ja, verloren! Ja, weil du Psycho-Pokémon in der Giftarena einsetzt. Okay, anders hättest du auch verloren, aber ist ja egal. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Oh, cool. Ja, Flügelschlag war das letzte. Stimmt. Danke, der erste, der Gift-Pokémon einsetzt. Dankeschön. Oh, endlich. Ja, der Angriff ist vermindert, das ist okay. Wir haben Spezialangriff und ich werde gerade angerufen. Einen Moment. Sorry, da wurde ich gerade angerufen. Ich musste rangehen. Ein Sandama, okay. Ja gut, ein Sandama ist okay. Akzeptiere ich. Jetzt mal Totok ein. Danach hast du aber bitte wieder ein Gift-Pokémon, okay? Please. Please. Sehr schön. Surfer böllert rein. Und noch ein Arbok. Dankeschön. Danke. Smetbo, du bist dran. Und Psychokinese und Psystrahl dürften regeln, schätze ich mal. Schätze ich einfach mal. Ah. Gift. Gift. Gift ist ätzend. Ich hoffe... Arbok... Ja, nee, Arbok dürfte nicht genug Damage... Nee, mit Giftstachel gerade nicht. Also ich gerade gedacht, oh scheiße, vielleicht macht Arbok ja so viel Damage, dass dann Smetbo ein bisschen am Arsch ist, aber nein. Smetbo hat überlebt und snackt sich noch dieses Arbok hier. Sehr, sehr schön. Dratini schon mal Level 23. Es kriegt die Erfahrungspunkte. Autsch. Also ich schätze, mit Level 30 oder so könnte ich dann anfangen, Dratini so zu trainieren. Dürfte eigentlich so gehen, schätze ich. Zuerst mal Smetbo heilen. Und noch einmal ein Gegengift, das haben wir ja auch noch übrig. Muss ja losgeworden werden, muss ja los. Ja doch, muss ja weg. Irgendwie. So, jetzt erstmal hier lang. Ist hier unten ein Trainer? Da ist ein Trainer. Und sogar zwei Trainer. Und du hast safe wieder Psycho-Pokémon, oder? Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Meine sind tatsächlich sogar adelig, soweit ich weiß. Komm aus dem Adel, glaube ich. Aber sonst habe ich keinen Plan. Sonst sind meine Vorfahren einfach Menschen. Los, Gengar. Er hat wieder Psycho-Pokémon, ey, Leute. Er hat wieder... Oh Gott! Nein. Oh. Ja, doch, das ging vom Damage her. Ist okay. Finsterfaust. Ach, was? Okay, Meditation. Immerhin zum Glück. Hui, hatte ich gerade Angst, ey. Nochmal Psychokinese. Hätte Gengar zwar ausgehalten, wäre aber echt hart an der Grenze. Hart an der Grenze. So. Als nächstes ein Hypno. Ich glaube, ich wechsle. Ich könnte es versuchen mit Hypnose. Ich könnte es mal versuchen, komm. Vielleicht haben wir Glück. Nein, wir haben kein Glück. Ach, stimmt. Es hält sich ja wach mit... Ah. Bitte nicht... Nicht besiegt, das ist sehr gut. Können wir wechseln. Wechseln wir auf Totok, komm.
Ach, kacke. Ja, die Psycho-Arena wird doch ein bisschen problematisch für Gengar, weil halt Psycho-Attacken halt auf Gengar auch effektiv sind. Das ist halt ein bisschen problematisch. Das ist halt echt ein bisschen doof. Ich will gleich mal Eisenschweif einsetzen. Vielleicht macht das ja ganz guten Damage. Dürfte eigentlich. Komm, Eisenschweif. Zack, Boots. Ui, doch, netter Damage. Damage ist da. Ja, Damage ist definitiv da. Aber noch einmal Biss und dann hat sich die Sache. Ja, sehr schön. Dann setzen wir gleich nochmal einen Supertrank, glaube ich, für Gengar ein. Ich habe es vermasselt. Ja, hast du. Das hast du, Beutel. Nehm. Supertrank. Für Gengar. Dürfte erst einmal ausreichen. Schätze ich, hoffe ich. Hallo. Bleib stehen! Frustriere dich nicht. Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nein, eigentlich nicht. Geht eigentlich ganz viel hier durchzukommen. Muss ich ja sagen. Ist ganz easy. Ein Sandhammer. Komm schon, dein Ernst? Warum? Ah. Das ist eine Giftarena. Warum hat noch keiner von euch irgendwie, weiß ich nicht, einen Smogon oder so eingesetzt? Oder einen Slimer? Das war unerwartet. Das kam gerade echt unerwartet. Alter, der Damage. Schöner Volltreffer. Aber nicht mehr effektiv. Deswegen wundert mich, dass es One-Shot war. Aber nett. Ist okay. Akzeptiere ich. Bin ich gut. Psychokinese. Spezialverteidigung singen. Das ist schön. Ein Biss. Aha. Okay. Smapboard hat's gut ausgehalten. Der Psychstrahl macht den Rest, genau. Könnte sogar Level-Up sein, oder? Nein, schade, okay. Aber für Dratini, Level 24. Sehr schön. Sehr schön. Oh, er hat mich besiegt. Ja, das habe ich. Ich weiß gar nicht, wann sich Dratini zu Dragoni entwickelt. Irgendwie 30 oder so? 35? Irgendwie so, oder? Hey. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst. Erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Niemals. Er hat einen Smogon, Leute. Ich hab's erwartet. Endlich mal ein Smogon. Was eigentlich One-Shot sein dürfte. Weil es ist noch nicht entwickelt. Genau. Psychokinese böllert halt echt schon rein. Hier sind die Pokémon schon sehr viel stronger als bei der Pflanzenarena, ne? 37 für Smetbo. Ein Slimog. Ist auch nett. Falls Smetbo den Geist aufgeben sollte, hatten wir ja noch Gengar. Mit Psychokinese und Hypnose und Traumfresser. Oh. Aber Spezialverteidigung singen, das ist schön. Aber ich glaube, eine nächste Psychokinese dürfte das nicht mal ausmachen. Hat auch nur noch viermal Psychokinese. Ich behalte es mal erstmal so im Hinterkopf, sag ich mal. Erstmal ein bisschen Psy-Strahl einsetzen. Ui, schöner Volltreffer. Das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. So, was kommt als nächstes? Noch ein Smogon, okay. Da dürfte Psy-Strahl auch ausreichen, schätze ich, oder? Versuchen es einfach mal. Level 37. Psy-Strahl könnte wirklich ausreichen. Ja, alles klar, sehr schön. Komm, als letztes noch ein Smogmog oder so? Vielleicht auch ein Omod. Das könnte es auch sein, ne? Ein Omod? Smogmog, okay. Akzeptiere ich. Ich denke mal. 43, alter Vater. Ui, Das ist hoch. Haha. Schlammbart, okay. Was kriegen wir von ihm nochmal? Ich glaube, Alter, der Damage. Ich glaube, Toxin kriegen wir von ihm. Als TM. Bin mir da aber gar nicht so sicher. Aber Smogmog war leichter sogar als Slimog, fand ich. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Da haben die Entwickler übrigens, glaube ich, irgendwas vertauscht. Weil du hier den Seelenorden und in der Psycho-Arena den Sumpforden erhältst. Ich glaube, das sollte eigentlich getauscht werden. Aber, ja. Haben sie nicht. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nur noch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. TM6, das dürfte Toxin sein.
Toxin, genau. Es ist mehr als 400 Jahre alte Technik. Okay. Es ist einfach nur Gift. Aber okay. Wenn das 400 Jahre alt ist, akzeptiere ich. Nehme ich so hin. Na gut, Leute, das war's auch mit dieser Arena. Jetzt will ich mal kurz gucken, war das jetzt die 6. oder die 5. Arena? Ich bin mir da echt nicht sicher. Das wird der 5. Orden. Okay, dann haben wir noch, ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Und während unsere Pokémon gleich kurz heilen, werde ich mal gucken, wann sich jetzt Dratini zu Dragoni entwickelt. Da. Info, alles. Level 30 entwickelt es sich, okay. Okay, doch Level 30. Nicht Level 35. Gut, dann war's das hier eigentlich auch schon wieder. Hier haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Ich würde sagen, anstatt jetzt... Wir gehen erstmal nach... zum Felstunnel. Weil von da aus können wir zum Kraftwerk fliegen. Dort würde uns auch theoretisch ein Pokémon erwarten, Leute. Aber ich, werde die Pokémon... Diese drei bestimmten Pokémon nicht fangen. Weil ich mir denke... Okay, es wäre für ein Pokédex vielleicht eine nice Sache. Aber ich brauche es nicht unbedingt. Deswegen werde ich es einfach ignorieren. Oh, hier ist noch ein Trainer. Ja komm, das dürfte Dratini doch easy packen, oder? Ich schätze schon. Oh, hey. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Nein, eigentlich nicht. Ja, es gibt ja Zapdos, Arctos und Lavados. Und die drei Pokémon kann man natürlich hier im Pokémon Blattgrün fangen. Ich bin gerade ein wenig am Arsch. Drachenwut dürfte die einzige Wahl sein, die ich immer habe. Ist okay. Ja. Das Ding ist, ich weiß auch, wo sie sind. Also Zapdos. Hey, Zwurf? Null. Zapdos ist halt hier. Ne, was? Oh, Kacke. Komm bitte nur dreimal. Na. Wow. Wow. Zapdos ist natürlich hier im Kraftwerk. Weil, ne? Macht Sinn, so ein Elektro-Pokémon hier reinzuklatschen. Lavados ist, soweit ich weiß, später auf den Islands anzutreffen. Ich bin mir da aber gar nicht hundertprozentig sicher. Entweder das, ich glaube, ein Pokémon Gelb und so. Und Blau und Rot. Damals war es in der... Wie heißt es? In der Siegesstraße. Aber ich glaube, jetzt ist es auf den Islands. Und Arctos dürfte unter Fuxania City in einer Höhle sein. Wir setzen einfach mal, komm, Smetbo, gegen Schlurp, Dawoga, dürfte in einer Höhle sein, ja. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe auch, wie gesagt, ich habe keine Lust, so die drei zu fangen. Weil sie sind stark und ja, krass und wow, aber ich brauche sie nicht in meinem Team, ich werde damit nicht in Liga gehen. Es lohnt sich für mich nicht, sie extra dafür zu fangen. Ich werde es vielleicht nochmal irgendwann als Special Part einfach machen, so alle drei hintereinander versuchen zu fangen. Das ein bisschen zu cutten oder so. Aber ja, ich werde ja auch die Islands nicht machen. Das heißt, es wäre halt sowieso, ja, dumm. Oder es bringt halt nichts, weil dann seht ihr Lavados nicht. Und dann habe ich nur Arctos und Zapdos. Ich bin zwar jetzt schon hier. Naja, macht nichts. Beim Kraftwerk, aber... ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das ist aber nötig, dass ich jetzt hier... mir die ganzen... mir jetzt schnell Zapdos fange. Weil, wie gesagt, ich brauch's nicht. So. Nehmt es mir nicht böse. So, wir haben ja aber ein paar Items, die ich gerne haben möchte. Donnerstein, ich hab doch einen Topschutz. Ah, Dratini ist unterlevelt. Dratini ist sehr unterlevelt. Genau, dann kommen die Pokémon ja trotzdem. Flucht unmöglich, fuck. Ich setz mal kurz auf, komm hier, Smetbo ist am highest gelevelt. Setz auch gleich mal Smetbo an Anfang. Weil ich eigentlich keinen Bock habe auf Pokémon. Das ist schlecht. Alter. Flucht. Danke. So, ich möchte nämlich jetzt nur noch schnell die Items hier holen. Weil
Wir brauchen Donner. Donner will ich Dratini beibringen. Laufe ich gerade den richtigen Weg? Nein, okay. Ein Voltu, ein Elektroball meine ich. Okay. Ich könnte jetzt noch zwei Pokémon fangen. Also drei, vier. Hier theoretisch. Flucht unmöglich, warum? Komm nochmal. Warum? Ey, das spule ich jetzt. Es tut mir leid, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nein, ich möchte nicht. Warum ist denn die Flucht unmöglich, Mann? Was willst du denn von mir? Jetzt. Okay, es tut mir leid. Aber das spule ich. Wir haben nicht mehr so viel Zeit für den Part. Eigentlich ist der Part schon vorbei. Aber ich würde halt ganz gerne noch hier die Pokémon fangen. Ich setze jetzt mal den Nidoking. In. So. Okay, Donner. Das ist das eigentlich, was ich will. Mehr will ich nicht. Dürfte eigentlich noch irgendwo Zapdos rumgimpen. Glaube ich. Donnerstein, okay. Was wollte ich gerade sagen? Das ist ein Pokémon, okay. Oh, was willst du denn mit Finale? Warum sind... Oh. Das ist Finale. Ich könnte hier noch vier Pokémon fangen. Ich setze mir erstmal die ganzen Schutze ein. So, ups. Oh nein. Hier oben ist Zapdos, glaube ich, gleich, oder? Ja, hier ist Zapdos. Okay, dann werde ich nochmal den Weg da reingehen. Ich will noch das letzte Item da hinten haben. Wir könnten vier Pokémon hier fangen. Und zwar halt Magnetilo, Magneton, Elektroball und Voltoball. Aber... Nö. So, das ist bestimmt ein Fake. Nein, das ist ein richtiges Pokémon, richtiges Item, okay. Aber das hier oben. Nein, doch nicht, okay. Gut, dann war's das jetzt, Leute. Sorry, dass ich eben die Sachen gespult habe, aber... Das war... nö. Das dauert sonst zu lange. Es würde Ewigkeiten dauern und der Part ist jetzt schon überzogen mit 22 Minuten. Ich wollte das halt noch schnell machen. Wir werden jetzt nach Prismania City fliegen. Kannst du jetzt mal... Danke. Und da werden wir uns jetzt mal eine lange Zeit aufhalten. Weil Team Rocket ist hier. Ja. Und... Habe ich Prismania gerade gesagt? Ich meinte, das ist Safronia City. Und ich glaube, wir können ganz gut Dratini trainieren. Wir werden uns die Stadt natürlich gleich erstmal noch angucken, bevor wir weitermachen. Und mit jedem reden und so. Und wir werden jetzt Donner da. Kann Dratini sogar schon erlernen. Ja. Bitte für Donnerwelle. So. Jetzt brauchen wir noch zwei Attacken. Drachen, Klaue und Flügelschlag. Und dann war's das erstmal mit Dratinis Attacken auch. Wir sind so allgemein ganz gut dabei schon mit den Attacken. Schon fast fertig. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, bewertet ihn. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!